Freunde, hallo. André Slava-Ecke. Jenny Slava-Ecke. André Slava-Ecke. Wieder André Slava-Ecke. Heute in André und Jenny Slava-Ecke. Minus André Slava-Ecke. Das Thema von. Von wem? Mr. XY oder Mrs. XY. Ja. So, was geht eurer Meinung nach vor? Frauen, Freundschaft oder Karriere? So kompliziertes Thema wieder. Also bei uns ist es so, wir sind ja ein Trio und da ist jeder voneinander abhängig. Also kann ich jetzt nicht sagen, mir geht Karriere vor und ich vernachlässige dann die Freundschaft, weil ich dann somit die Karriere vernachlässigen würde. Ja, genau, die Karriere funktioniert ja nur, wenn die Freundschaft funktioniert. Genau. Ja, bei euch oder bei uns. Ja, wir sollen ja über uns reden. Ja. In André Slava-Ecke geht es ja auch. Ja, wie steht ihr denn allgemein dazu? Oh, habt ihr das gehört? Es kam kein Widerspruch. Somit ist offiziell der Name... Ih, bist du schwul? Also, wo waren wir? Ja, um mal kurz auf die Frauen zu kommen. Jetzt persönlich. Sagen wir mal, man hat eine Freundin. Ja, jetzt halt mal die Fresse. Hallo! Also, sagen wir mal, man hat eine Freundin und man investiert so viel Zeit in die 5 Monate, ein Jahr, 2 Jahre. Hallo, bist du dumm, als ob das so lustig war, ey. Jetzt beantworte mit dir Scheiße. Ja, du redest doch. Ja, so, sagen wir mal, man hat eine Freundin und investiert Zeit in die 5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre. Leute, wir wissen es, irgendwann sind die Frauen alle weg. Und wenn man die Zeit genommen hätte und die in eine Freundschaft investiert hätte, bin ich nämlich der Meinung, eine Freundschaft kann ewig halten. Ja, aber so eine Geschichte mit einer Frau, aber zu 99% nicht. Sagen wir mal, das ist die Frau fürs Leben. Ja, was? Solche außerdem heißt das ja nicht, dass wenn du Karriere oder Freunde hast oder sowas, dass das andere ausschließt. Ja, das geht es ja ist nicht. Aber von der Zeit her schließt das, ja, das schon aus. Ja, und wenn du Zeit findest, um alles zu bewältigen, dann geht das ja. Ja, findest du Zeit für alles? Ja, finde ich. Tut ja nicht. Ja, gut, sagen wir mal, da ist eine Frau und die sagt, ich will nicht, dass du dich so stark um Karriere kümmerst. Ich will, dass du die Zeit... Warum sollte sie das denn nicht wollen, wenn du Karriere hast? Ja, als Gegenargument würde ich dann sagen, du würdest mich so tolerieren, wie ich bin, wenn du mich lieben würdest. Und damit ist sie schon entwaffnet. Freunde, notiert euch den Spruch. Notiert ihn euch. Ja. Ja, also wenn das eine richtige Freundin ist, dann unterstützt sie einen. Ja, und dann versucht die da nicht einen dran rumzudrehen. Ja, genau. Ja, also Frauen ist ganz dritter Platz. Und Freundschaft? Freunde? Karriere und Freunde? Ja, bei uns eigentlich ist alles, ja okay, Karriere und Freunde sind schon Platz 1 und... Dann kommt gar nichts, dann noch nichts und Platz 4 ist Frauen. Nee, ist ja so, Entschuldigung, irgendwann laufen sie doch alle weg. Ja, man muss sich ja um Karriere kümmern, um später halt sowas wie eine Familie oder so ernähren zu können. Ja, kackegal, also Fazit ist bei uns ist Karriere und Freundschaft zusammen, weil das eigentlich so dasselbe ist. Ja. Wenn eins gut läuft, dann läuft das andere auch gut. Also bist du so ein Karriere-Geiler. Aber das heißt ja nicht, dass wenn man Karriere und Freunde hat, die Freundin nicht liebt. Oh. Ja, es geht doch gar nicht darum, ob du liebst. Ich liebe ja meine Freundin. Ist nicht so. Ich liebe dich. Ja, gut. So. Jetzt sagen wir mal, stopp kurz. Deine Freundin sagt jetzt, ich will nicht, dass du Karriere machst. Du hast ja gesagt, ja, du liebst die Sau. Wenn du die Wahl hättest, was wäre denn dann? Ja, dann würde man den Spruch sagen, wenn du mich so liebst, wie ich bin, dann... Ja, das sind außerdem hast du ja auch eine Freundin, du weißt doch, was du sagen würdest. Zum Glück habe ich solche Probleme nicht. Also, was ist das Fazit? Ja, Fazit ist... Ja, haben wir das schon ja, gesagt? Ja, haben wir doch schon. Ja, dann das ja, war's ja, dann Leute, notiert euch meinen Spruch. Das war's mit Andres und Jengis. Andres Slava-Ecke. Tschüss. Ballert Themen rein, Freunde. Ja. Ciao.